So, auf Sendung wieder? Ja. Ah, hallo, willkommen zurück. Part 3. 4. 4? Ach, ja. Part 4, ja. Ist richtig. Part 4. Wir saßen gerade noch zu Tisch mit den Bakers. Grandma sitzt immer noch am Tisch. Wir konnten uns befreien und sind nun im Haupthaus dieser beschaulichen Hütte. Oh, Blumen! Die sind auch bereit sind, oder? Die sehen gut aus, die sind auch relativ frisch. Oh. Ja, ich glaube, da kommt schon nichts. Oh, dann hat er dich gerade gesehen, nee. Weil du bist jetzt ja ein Teil der Familie. Er hat dich doch schon längst gesehen. Das war schlecht. Da, pass auf, da, da. Scherz. Where are you? Ist er so dumm? Bleib da, bleib da. Oh Mann, ey. Ethan! 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 God damn! How am I gonna replace this? Boah, Mann! Alter Schwede, das kann ja nicht wahr sein. You wasted your time! Oh. Wo soll ich denn hin? Ja, ich weiß es auch nicht. Was haben die mit der Oma gemacht? Die wollte ich umhauen. Ah! Oh, oh. Alter Schwede, komm. Mal, ja, ich wollte. Will... Jetzt falle ich auf die gleiche Scheiße nochmal rein. Nee, oder was? Ist keine. Hello there! Oh Mann, doch! How are you feeling? Ja, ist gut. Ah! Oh, okay. Ja, ist auch Schlüssel. Oh, der Schwede. Ich weiß nicht, was kommt. Ja, das ist wahrscheinlich schon. Klebeband gesichert. Klebeband gesichert. Vielleicht kannst du dich da erstmal verstecken, ich weiß es ja. Come out, wherever you are! Doch nicht wirklich viel, ne? Das nee, das sehen. Ist. Ist das so eine kleine Safe Zone oder? This is all too fun! Alter Schwede. Safe Zone ist. Der kann keinen großen Sinn, nur wieder raus. Schlüssel, wo haben wir denn? Kannst du denn im Time durchgehen, was du jetzt überhaupt. Auf Dreieck machst du. Jetzt machen wir Dreieck, ja, genau. Ach, da ist dann jetzt immer noch unsere Energie endlich wahrscheinlich links da, ne? Das ja, das ist so. Ist. Here, Piggy, Piggy, Piggy. Kellerklappe. Oh. Dachboden? Geh mal auf in deine Karte mit. Wo war doch das eine Teil, wo wir nach unten runter wollten? Das war, glaube ich, vom Speisesaal abgehend irgendwo da relativ nah. Here I come! Der kommt von links hin. Oh! Ah, nicht, ich glaube nicht sprinten, ich glaube, das lassen mich. Ja. Don't you go anywhere! Jetzt will ich aber auch sprinten. Ah, ne? Lauf, Heino! Geh da, komm, komm mal! I'm an old man, son! You can't take on an old man!
Eben, aber schnapp dir doch irgendwann mal einen Stuhl und hau ihn über den Schädel. Don't worry, I'm still here! Oh! Hast du aufgemacht schon, ja, ne? Stigma! You came to the wrong house, boy! Oh Mann, ey. Wir sind so im Arsch. You can do it. Alter, das ist Psycho, Mann. Was ist das? Hurry up, Ethan. Ich glaube, du musst zu ihm hingehen, glaube ich, oder? Ey, was hat der da für dich? Aber... Ja. Das war nicht so geil. Soll ich jetzt schon wieder, oder was? Ja, jetzt bist du wieder dran. Oh, du Penner, ey. Das wird langsam ein bisschen schwieriger, ist Ja. Oh. Aber gut, du hast ja schon mal in Erfahrung gebracht, was wir machen müssen, nämlich in diesen Kerker da rein. Genau. Beinamputation. Beinamputation. What? Erste Hilfe Arznei. Okay. Ja. Gut, guter Tipp, oder? Also. Okay, wir starten also quasi wieder. So, was jetzt die Frage, wo hast du den Schlüssel gefunden? Der Schlüssel war ja irgendwo da, ne, wo du. Wenn du jetzt links rausgehst, dann wieder rechts. Ja, auf diesen Beistelltisch oder so, ne? Ja, genau. So, ne? Genau. Du musst ihn erst ranlocken und dann. Ja, sicher? Ja. Oh, da ist er durch die Wand gerannt. Das Kraut musst du da unten noch aufnehmen. Links, genau. Was haben wir da Dings Umgebung hier vertraut? Wo ist eigentlich Grant mal hin, als er den Tisch kaputt gemacht hat? Keine Ahnung, da war sie ja schon nicht mehr da. Echt? Ja. Das hatten wir schon, 3 Männer auf Erkundungstour vermisst. Ja, alles klar. Gut, ja, es bringt ja nichts. Ich muss zu Daddy. Aber auch das hier, das. Weiß nicht, aber vielleicht kann man. Also hier kann man irgendwas einsammeln. Ich kann jetzt nicht gar nichts sehen, ne? Gar nichts, ne, leider nicht. Auch die Helligkeit oder die ganz normal eingestellt, wie vom Spiel empfohlen. Jetzt hier schon mal die Tür auf. Das heißt, hier müssen wir theoretisch durchrennen. Kann man noch. Dann quasi hier kann man sich einmal quasi. Weiß drin, aber wir werden sehen. Ich dachte, hier ist der Schlüssel. Nee. You thought you'd just slip out before dinner was done? Oh, gerettet. Scheiße, auch, ey. Ja, aber ich dachte erst, wenn der hinter mir ist, der Penner, dann, wie kann der denn durch dieses scheiß Ding da durchzimmern, ey? Ganz entspannt hier lang. Ah, jetzt bin ich in der Sackgasse gelaufen. Das ist natürlich dumm.
doch deine. Jetzt hat er auf einmal eine Lampe oder was? Wunderlampe wieder. Die waren wir auch, glaube ich, schon mal, oder? Jetzt mach ich total fertig das Spiel. Ja, es wirkt ein bisschen hektisch, wie wir wahrscheinlich spielen, aber ja, das ist halt, glaube ich, auch der Spielstil. Und meinst du, es gibt hier nachher noch irgendwie so ein Familienmitglied, was auch natürlich psychisch total durch ist, aber uns irgendwie auf irgendeine bestimmte Art und Weise hilft vielleicht sogar? Zoe! Die beim Telefon hat, ist bestimmt die Tochter. Stimmt, oder ja, stimmt. Irgendwie die normale Tochter oder so. Die war jetzt auch nicht mit am Tisch, ne? Ja, wenn es die Tochter gibt, ich weiß es ja jetzt nicht genau. Nee, was war? Nee. Irgendwie nicht so gut. Einfach nee. Machst du das? Ja, ich hab. Ich dachte schon, du bist gegriffen. zum Speichern. Speichern. Gästehaus. So, wir sind jetzt auch scheinbar hier in der Waschküche. Da standen gerade ein paar alte Waschmaschinen und Trockner. Furchtbar, das ist. Oder was? Karte des Haupthauses. Da siehst du, Haupthaus hat ein Erdgeschoss und ein Obergeschoss. Waschraum. Hier Speisekammer, Wohnzimmer, Esszimmer, da sind wir drin. Das war dein Handy diesmal. Mhm. Und im Obergeschoss gibt es ein Badezimmer, einen Freizeitraum, ein Kinderzimmer und Zimmer der Großmutter, Granny. Heile? Hier ist wieder ein Telefon, das wird wahrscheinlich wieder ringen. Nein. Wundert mich ja, dass es. Oh, hier die altbekannten Resident Evil Kisten. Dass sie uns anrufen kann, aber. Die wurden automatisch abgelegt, hast du gesehen? Ah, ja, stimmt. Ich lass mal wieder mit, ne? Ich weiß noch nicht, ob das was bringt, aber. Sicher ist sicher. So, haben wir hier noch was in der Waschküche? Kannst du mal Licht einschalten? Das Licht muss man doch irgendwie selber einschalten können, oder nicht? Aber. Ne, ich kann leider kein Licht jetzt einschalten, was ein bisschen dämlich ist. Ich wollte. So, sehe ich. Ich gucke hier gerade wahrscheinlich wie ein Rentner drauf, aber. Oh, schon. Das ist auch cool. Man dreht die Kiste und man hört den Gegenstand da drin, der sich quasi der Klum, Kiste. Ja, stimmt, bewegen, ne? Gut, aber wir sind scheinbar nicht in der Lage, die Kiste irgendwie aufzumachen. Fernsehsache? Ist auch noch. Das liegt auch am Licht wahrscheinlich. Wenn du das Licht mal ausmachen würdest, kurz, dann kann man wahrscheinlich erkennen, dass man das wieder mehr sehen könnte auf dem Bildschirm. Aber es scheint hier nicht weiterzugehen. Soll das eine Treppe sein? Nein, das soll keine Treppe sein. Das ist hier scheinbar wirklich nur jetzt der Safe Room. Weil ich sehe auch keinen offiziellen Ausgang. Ach doch, da ist ein Typ. Entriegelt, aha. So. You did good, Ethan. Zoe, right? What the fuck are you? Shut up and listen if you want to stay alive. You gotta get out of that house. Oh, there might be a way out through the main hall. All right. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's important. Hell of a girl. Dass der noch Humor hat, ne? Immer seinen Arm verloren. Sagen, ja. Der dann seine Hand.
Ein Kodex. Okay, was haben wir da schon wieder? Ist Popo Stumpf nicht gleich wieder rechts? Was ist die Szene? Die gleichen Gag machen sie nochmal. Er hat, sie hat gesagt, durch die Eingangshalle. Die Eingangshalle ist jetzt quasi. Rechts Richtung, da. Richtung, ja, genau. Geradeaus und dann links. Das ist dieses. Nee, geradeaus, rechts, gold, links. Diese goldene, ja, Tür, die da hinten war, wo wir immer dran vorbeigelaufen sind. Von seinen eigenen Schatten erschreckt, ey. Wollen wir mal die Fotos mit nochmal angucken? Ja, sympathisch aus, oder? Ja, ich. Und? Er sieht schon echt ein bisschen heftig aus, ja, ne? Das auch. Oh, echt dunkel, alter Schwede, ey. Dackel, 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 echt. So. Diese schöne. Die Münze vielleicht? Hautführerschein wird uns auch nicht helfen. Gut, dann müssen wir so auf die Suche machen. Unten vielleicht, wo wir nach unten gehen konnten, da haben wir doch auch was gefunden, oder? Nee, das konnte mit der Hand, das Tape konnte mit der Hand nicht entfernt werden. Irgendwas damit. Ist doch bestimmt auf sich. Ach, das könnte Zoe sein, oder? Ja. Die Verräterin der Familie. Das verstoßene Kind. Ja. Vernünftige Kind. Jetzt kommt da irgendwas um die Ecke, oder? Was? Nee. Auch ein bisschen lame. Aber der gleiche Joke. Wohnwagen, oder? Mhm, sah so aus, ne? Kann man ein Brett nehmen oder irgendwie sowas? Was hat er hier denn gemacht? Warst du vorher auch schon? Muss nochmal Dings triggern, den Schuh, der da liegt, dann, wo Emily draufsteht. Ja, stimmt. Evelyn. Emily. Evelyn. Wo ist der Kasten? Lacke. Oh. Was ist hier die männlich 20er beleibt Barbecue? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich machen die das aus den Menschen, oder? Zu essen? Scheinbar. Ja. Machen wir. Aufmachen mal. Aber bei mir da jetzt den Tisch nicht zerdeppert. Hier ist auch nicht. Nehmen können. Oh, das ist schon wieder Mia, ey. Die soll sich verpissen, Mann. Oh, das, ja. Noch keine Pistole wieder, aber Munition ist auch schon mal Anfang. Oh, wie klappt denn da schon wieder? Jetzt haben wir ein Fenster hier, oder? Hey! Hey, over here! Hey, you! Hey, you gotta help me! Hold on, back up. Now, sir, do you live here? I mean, is this your property? What? Me? No. No. All right. Now, we got several calls about some missing persons lately. You don't understand. I gotta get out of here. Now, calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Look. Like I said, we've had several missing persons calls. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. All right. I'll tell you whatever you want. All right. Now that's more like it. Now, meet me in the garage. We'll talk there. Hey, wait. You gotta give me your gun. You must have lost your mind. Look,
Officer. Deputy. Right. Deputy. Now, do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? Gib uns wirklich seine Waffe. A fucking pocket knife? Here. Take it. That's all you're gonna get. Now go. Garage. Now. Und zack, tot. Ja, what am I gonna do with a knife? Ja, besser als gar nichts, du. Naja, gut. Gut. Damit kannst du das Ding da unten ja, verschlagen. Ja, das Ding, ne? Und wir können das Klebeband vielleicht auch ja, lösen, das meine wenn ich er sich nicht ganz doof anstellt. Kann ich nicht lösen. Ach, das ist nur die Garage. Oh, komm, lass uns aber wegfahren. Hey, we gotta get the fuck out of here. Now first you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? No, it's my job. Won't you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Try. Hey, put that door back. Put that door back up. Wait! Okay, Alex, das bringt schon mal überhaupt gar nichts. Fuck you! I'm gonna kill everyone! Checken. Bist du irgendwo bei uns? Oh, das läuft noch live weiter, das ist fies. Was ich vielleicht besser? Ah, da ist eine Tür rechts, ne? Where in the hell you think you're going to, son? Du hast gar keine Tür. Das ist ein Spind. Was? Hier, nichts, wo man durchgehen könnte. Das ist dein Auto, ne? Das ist ein Roboter. Das ist übrigens dein Auto. Das ist ein Roboter. Ich weiß nicht, wo der war. Kannst du dich da einstecken? Guck mal, da kannst du. Ohne oh, Schüsse. Nein. You go have to be better than that, boy. Werde ich, Digga, werde ich. Okay. Verliert ihr gerade? Zwei. I'm an old man, son. You can't take on an old man. Da jetzt auf den Tisch. Ist was? Nice car! Mind if I take a spin? Oh nein, 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 das ist nicht gut. You better start running, man! Also erstmal kurz
Shit. Inventar. Was kann man denn da aber noch kombinieren? Ja, wahrscheinlich noch nicht wirklich viel. Diese Chemikalien da, oder was? Nicht mal. Erstmal will ich jetzt auch, wenn es wahrscheinlich nichts bringt. Der ist also so nicht tot, der Diggel, ey. 100%ig ist er nicht tot, Mann. Also wenn die Alte schon so oft wieder aufsteht, dann werden wir ihn auf jeden Fall nochmal wiedersehen. Okay, egal. So, kurz Plan machen, wir sind in der Garage. Erstmal kurz alles looten, was in der Garage genau. ist. Gesundheitstechnisch geht's uns wie... Und ich so hier. Ach, wie süß. Oh, Mann, Gut geht uns gesundheitstechnisch. Der Codex, das zumindest uns anzeigt. Ja. Der Bildschirm ist zwar auch mit Blut ein bisschen bespritzt, aber nicht ganz so schlimm. So. Die Frage, kann man hier noch irgendwas looten? Nice. Das war's schon. Ihr habt das Spiel wohl... Nein. Das war ja so klar. Ja, okay, also theoretisch müsste er spätestens jetzt wirklich tot sein, aber der Unto ist recht, man wird ihn noch wiedersehen. War ich gerade stehen geblieben? Was soll ich gerade erzählen? Irgendwas wolltest du anfangen, aber. Okay. Ach, das ist der Blitzhaus hier. Ja. Hat der nicht vielleicht noch ein Funkgerät oder irgendwas Nützliches? Oder seine Pistole? Ach, die haben wir ja schon, ne, oder? Ja, die haben wir aufgesammelt. Dann hat der scheinbar nichts mehr von Wert bei sich und Eddie hat auch scheinbar nichts dabei. Gut, dann gehen wir hier hoch, wa? Wie es jetzt gerade geplant war. Ich behalte jetzt erstmal das Messer an mir, ne? Mit Flintenmoni. Nein, nicht umwerfen. Oh. Bild da, Pferdebild? Stier. Was? Granier unter. Auf anderen Seite vielleicht? Ah. Was ist das? Ja, nu? Was sieht er hier? Ja, hier die Ochsenstatue, eine Metallstatue, die wie ein kopfloser Ochse aussieht. Okay, wir werden sicherlich noch irgendwie. Was ist das Motorrad, was da hängt? Oh, von dem einer Zeile. Gut. Dann frage ich mich gerade, was uns das gebracht hat, hier aufzukommen. Ochsenstatue haben wir. Und hier. Ja, das ist der Eingang. Nee. Garage. Ich sehe nichts, ich sehe gar nichts. Ja. Jetzt ganz so hoch. Kommst du wieder ach zum das? Essen. Ach ja, alles klar. Aber der Junge ist ja noch da, ne? Ja, und die Mutti auch. Und die war. Die Ochsenstatue für die Tür, Haustür vielleicht? Ja. Willst du nicht aber vielleicht noch ins Safe Room gehen? Erstens speichern und zweitens die Truhe ein paar Sachen reinpacken? Meinst du, das bringt was? Die, die Sachen in. Oder. Ja, komm. Oh, hier, guck mal, hier wird sogar angezeigt, was man das nehmen kann. Erste Hilfearznei kann man. Mit. Achso. Achso, Kraut und Chemikalien. Hast du. Ja. Arznei daraus machen können. Ah, gut. Wollen wir in unseren vermeintlichen Safe Room und da die Sachen reinpacken? Wo ist denn der? Ja, also. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ja, Waschraum. Waschraum, also zurück und links rein. Ja.
Scheiße, kommt denn da jetzt gerade entgegen? Kraut, mach mal so wieder ein Ding. Ach, jetzt kommen wir wieder, okay, alles klar. Sehr geil. Okay. Nummer 3 als Nein. Ja, wollen wir denn hier reintun? Erst, da muss ich fragen, was sollen wir überhaupt reintun? Autoschlüssel brauchst du nicht mehr. Naja, oh, das Auto ist im Arsch. Ja, ist auch die Frage, brauchen wir den Führerschein und die E-Mail? Brauchen wir wahrscheinlich, packe ich auch mal rein, ne, oder? Jetzt behalten wir mal die Munition auch. Auf jeden Fall die Muni. Hier mitnehmen die Muni meinst du, ne? Ja. Aber die auch haben. So. Speien wir auch noch gleich nochmal eben